Unseres Recht und Zuges bildet jetzt die heimische Kompanie, die Schützenkompanie Sidian, siegerangeführt vom Zünfter Tony und Hauptmannhalter. Die Schützenkompanie Sidian hat in den letzten Tagen gesprochen, die Ordnung auf dieses Fest vorzubereiten. Und so werden wir jetzt am Rosein dann auch als letzte Verehrte Festgäste, liebe Schützenkameraden, ich möchte euch zum heutigen Bataillonsschützenfest Oberland recht herzlich begrüßen. Die offizielle Begrüßung erfolgt nach dem Gottesdienst. Ich bitte alle, bei diesem Fest sich gebührend zu benehmen, weder zu rauchen noch irgendetwas zu konsumieren, bis zum Ende des gesamten Festaktes. Bei der Wandlung erfolgt der Befehl, kniet nieder zum Gebet. Ebenso sollten die Begleiter der Fahnenabordnungen bei Hart 8 bzw. zum Gebet salutieren. Herr Bundesmajor, Herr Landtagsabgeordneter, Major Oberst meldet, 10 Kompanie von Bataillon Oberland, der Jugendschützen, eine Gastkompanie aus Salzburg, Abordnungen aus Osttirol, Südtirol, Nordtirol, Abordnungen aus Salzburg, sowie der österreichische Bundesheer, Ehrenzug und die Musikkapelle Sidian zum Bataillonsschützenfest in Sidian angetreten. Ich bitte den Herrn Bundesmajor, den Herrn Landtagsabgeordneten, den Herrn Oberst Höss, den Herrn Bürgermeister mit mir die Formationen abzuschreiben. Abgeordneter Heidmann Meyer meldet Schützenkompanie Straßen als Ehrenkompanie mit 1 zu 41 Mann, 2 Magistrantinnen und Jungschützenzug zum Bataillonsschützenfest angetreten. Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus will uns in seinem Brot göttliches Leben schenken. Er sei mit euch. Wenn wir heute hier in Silian ein Schützenfest begehen, so ist dies wohl Ausdruck der Freude. Vor allem in dieser sommerlichen Zeit über das blühende Leben in der Natur, über die Schönheit unserer Schöpfung, über Gemeinschaft mit Freunden. Es spiegelt sich darin die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Geliebtwerden, nach unbegrenztem Leben. Aber erfahren wir nicht auch unsere Begrenztheit? Kann uns denn jemand einen Mehrwert garantieren, wenn alles schon ein Verfallsdatum trägt? Und da hinein in solch eine Situation und Erfahrung von uns Menschen verheißt uns Jesus im heutigen Evangelium: Ich bin das lebendige Brot. Und wer von diesem Brot isst, der wird ewig leben. Lassen wir uns neu den Glauben an Jesus Christus schenken und bitten wir am Beginn des Gottesdienstes um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du bist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens, das unsere Liebe vermehrt. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist das göttliche Brot, das uns ewiges Leben schenkt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige und barmherzige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns Sünde und Schuld und schenke uns wiederum seine Liebe und Güte durch Christus, unseren Herrn. Denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss. Als er sich umblickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder nieder. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre
In jener Zeit murrten die Juden gegen Jesus, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten, ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus sagte zu ihnen, murrt nicht. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Gott des Lebens, eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Generale, Charge, fertig! Ho, an! Hey, ab! Gut, ab! Presse, stirb! Kompanie, rechts, rechts! Im eben gehörten Evangelium heute ist die Rede vom Leben, von einem ewigen Leben. Und die skeptischen Zeitgenossen Jesu fragen wohl auch wir Heutige, was denn Leben, wirkliches Leben denn eigentlich bedeutet und was wirklich Leben heißt. Wir sind doch Angehörige einer Lust-, Genuss-, Konsum- und Leistungsgesellschaft und verstehen darunter meistens, Freiheit haben zu tun und zu lassen, was uns eben gerade passt. Leben bedeutet für uns Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung. Es geht uns ums Genießen und sich etwas leisten können. Es geht oft um Besitz und Reichtum, einen lukrativen Job und ein gesichertes Konto. Wir möchten auch gerne Erfolg haben, Anerkennung, Ansehen, Macht, Einfluss, Gesundheit und ewige Jugend. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von Erleuchte die Mächtigen, dass sie stets das Allgemeinwohl im Auge haben. Öffne das Herz aller, die sich für die Frage nach dem Sinn, für die Werte, die gelten, oder für den Glauben interessieren. Mach uns hellhörig dafür, dass in den Bedürfnissen unserer Mitmenschen und in ihren Nöten Gott zu uns spricht. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne die Gemeinschaften der Schützenkompanien und bestärke sie in ihrem Bemühen, den kommenden Generationen einen lebendigen Glauben weiterzugeben. Wir bitten dich, erhöre uns.
Triumph! Halt! Knie wieder zum Gebet! Hut ab! Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, da nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, er dankte wiederum, reichte ihn den Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Hut auf! Auf vom Gebet! Bataillon, Hut! Wir wollen auch unsere Toten gedenken. Wir ehren unsere Toten und gedenken der Menschen, heute besonders der Schützenkameraden, die aus diesem Leben abberufen wurden. Wir erinnern uns an ihr Leben. Wir danken für das, was sie uns bedeutet haben und bedeuten. Ihr Tod mahnt uns daran, dass auch wir bereit sein sollen, für die Stunde unseres Todes. Allmächtiger, ewiger Gott, du hältst unser Leben in deinen Händen. Höre auf unser Gebet und sei um der Liebe Christi willen allen gnädig, die aus diesem Leben abberufen wurden. Schau nicht auf ihre Fehler und Sünden, sondern verzeih ihnen und führe sie zur Freude des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Herr, gib allen Verstorbenen das ewige Leben. Das ewige liegt euch. Lasse sie leben in deinem Frieden. Amen. Thank you.
Rebellion! Halt! Rebellion! Halt! Herr im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Es ist der Herr in unserer Mitte, der von sich gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer davon isst, wird leben in Ewigkeit. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Schütze uns und unsere Heimat, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Herr Kompanie, er sei für dich führen. Thank you.
Amen.